Hallo zusammen und herzlich willkommen nach dem Angezockt von The Colonist, jetzt das Let's Play im Live-LP. Wir starten ein neues Spiel mit The Colonist. Mittlerweile ist übrigens die Version, zeige ich nochmal kurz, 1.0.2.1 rausgekommen, also kamen wieder kleinere Updates. Und ihr seht, ich habe schon im Livestream selber, ohne Aufnahme, habe ich schon bis Level 5 gespielt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Im Angezockt seht ihr die Grundlagen von dem Spiel, das ist Level 1. Das finde ich jetzt nicht so spannend, da nochmal von vorne beginnen zu müssen. Das weiß ich nicht, macht irgendwie für mich keinen Sinn, weil das wirklich so ein reines Tutorial-Level ist. Also wenn ihr die Grundlagen von dem Spiel erlernen wollt, dann guckt euch vielleicht das erste an. Und wir starten direkt beim zweiten Level. Und das ist auch ein bisschen interessanter, da kann man ein bisschen mehr machen. Das erste ist wirklich so, das hat man ruckzuck durch. Da spielen wir jetzt auf Normal. Da, genau, wir haben es auf Normal gespielt. Beziehungsweise, glaube ich, auf Normal geschafft. Die Silbermedaille hatten wir hier bekommen. Aber das Level spielen wir einfach nochmal. Da landet unser kleines Raumschiff. Wally! So, also Ziel des Spiels ist es in diesem Level, ein kleines Monument zu bauen. Und das habt ihr jetzt im Angezockt. Das habt ihr auch schon im Angezockt gesehen, aber wir haben es nicht durchgespielt, weil es einfach dann viel zu lange gedauert hätte. Das ist jetzt auch in den weiteren Leveln immer das Ziel, ein normales Monument, ein mittleres Monument und größer zu spielen. Und das zieht sich. Also wir haben im Livestream ungefähr 3 bis 4 Stunden gespielt. Ist schon eine gute Sache. Also, wir sollen eine Schafsfarm bauen, denn die Schafsfarm bringt uns genügend Essen für 4 Häuser. Und da bauen wir jetzt eine Straße. Wie hatte ich das gemacht? Ich glaube so. Und bis hier runter machen wir erstmal. Und dann können wir einen kleinen Pfad setzen, der an die Schafsfarm rangeht. Sehr schön. So, was machen wir noch? Wir brauchen Futter, wir brauchen Wasser für unsere kleine Farm. Für die, die jetzt vielleicht das Angezockt nicht gesehen haben und die jetzt hier direkt mit dem Live-LP einsteigen, beziehungsweise mit dem Let's Play hier für euch, wir müssen praktisch mit diesen kleinen Robotern die Welt kolonisieren und das machen wir, indem wir Energiezellen herstellen und dann verschiedene Sachen produzieren, wie Eisen und. Es hat sehr viel von Anno, es hat was von RimWorld, finde ich, ist auch später dabei, weil es so ein bisschen Automatisierung gibt, also im Entferntesten. So, Wasser, wo war denn Wasser? Da ist der Bauer. So, und der hat seinen Zugang da unten. Oh, der würde hier ranpassen. Bringt uns aber nichts. Ja, nee, machen wir so. So, da bauen wir den Brunnen hin. Dann ist er auch direkt an der Straße angeschlossen. Ja, The Colonist, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das Thema so ein bisschen komisch ist, dass halt Roboter kleine Hütten erstellen und hier Schafe bauen. Beziehungsweise abernten, sozusagen. Wir müssen hier Schafe noch hinsetzen und das machen wir jetzt einfach manuell. Das ist nämlich der bessere Weg, wie ich finde. Dann malen wir hier einfach mal so eine Schafsherde ein. Und das malen wir hier so. Machen wir erstmal da, bis wir auf 50 sind. Wie viel haben wir jetzt? 30. Wir können leider noch nicht weiter rausbauen. So, noch 10. Lass mal überlegen. Ich will mich nicht wieder verbauen. Da haben wir noch 3. Und nochmal 3. Komm, dann nehmen wir die 3, dann haben wir die 50. Das können wir später noch umsetzen. Das ist nicht fix, wo die Schafe sitzen. Leider machen die Schafe nichts, außer solche Sachen. So. Also, jetzt gehen wir hier mal das durch. So, genau. Das Spiel sagt einem jetzt, dass wir hier oben diese typischen Sachen hier durchgehen können. Jetzt ist das Tutorial eigentlich schon abgeschlossen. Und er hat immer so einen Hinweis, was als nächstes kommt. Also wir sollen Wohnungen bauen. Deswegen machen wir mit der 2 da Residence. Und wir sollten irgendwo mal eine Lücke lassen, dass wir hier vorbeikommen. Kommen wir da vorbei? Ja. 1, 2, 3. Ja, da passen sie nämlich rein. So, und jetzt machen wir am besten noch den Holzfäller, damit wir an Holz kommen. Nämlich eine wichtige Grundlage für das Spiel. Stufe 2 ist noch gesperrt, können wir noch nicht machen. Können wir nämlich dann hier direkt auswählen. Ne, das ist Residence, Moment. Holz, das war. Das sind die Lager, die braucht man übrigens nicht. Habe ich im Angezockt so ein bisschen, ja, enttäuscht. Habe ich gesagt, wir bräuchten Lager, das ist aber Quatsch. Wir müssen jetzt erstmal Lumberjack. Und ich glaube, den setze ich hier oben so rein. So.
Dass wir hier so ein bisschen freilassen, dann können wir eventuell hier noch was Zweites dazwischen bauen oder einen Weg oder vielleicht passt da auch noch was dazwischen, mal gucken. Dann ziehen wir hier noch eine Straße und ich glaube, wir machen wir eine Straße hoch? Wir machen eine Straße hoch, ja. Von hier aus. Zack. Vielleicht so, dann gehen wir den Weg hier noch vorbei. Ja, so machen wir das. Wir gucken mal. Wir können ja alles noch ändern. Wir können, es ist nichts in Stein gemeißelt. Beziehungsweise in Dreck gewischt, wie man so will. Die Pfade können wir alles später noch umbauen. Das passt schon. So. Ja. Könnt ihr wenigstens mal zwinkern, Schafe. Die Immersion von lebenden Schafen. Naja. Das sind so Kleinigkeiten, die mich im Angezockt gestört haben. Im Nachgang vom Spiel muss man sagen, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, was gut funktioniert. Das ist schon okay so. Das passt. So, Lumberjack Hut. Maut wird gerade gebaut. Und wir sollen unser Gebiet erweitern. Das machen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen auf jeden Fall noch Dinge. Wir müssen hier hinten raus. Da gibt es nämlich noch, hier gibt es Steine. Und ja, da gibt es noch ein paar Sachen. Hier oben können wir eh nichts abbauen, deswegen werden wir hier einfach den Turm hinbauen. Wobei, da kriegen wir ein bisschen mehr von dem Gebiet mit, ne? Wenn wir das hier unten hinsetzen. Tun wir so. Dann ziehen wir die Straße direkt mal ein bisschen weiter. Ich glaube, so. Können wir hier ran? Können wir nicht. Nehmen wir uns hier so hoch. Wir probieren es mal. Zack, bis da. Und da. So, damit die hier an den Turm rankommen. Wir sollten schon mit der Straße hier irgendwie rübergehen. Wir machen das so. So machen wir das. Dann setzen wir hier den kleinen Pfad dran. So. Nicht schön, aber selten. Das passt schon. Gut, bauen wir direkt nochmal einen Steinbruch hin, würde ich sagen. Dass sie hier Steine abbauen können. Foresty. Das ist auch wichtig, gell? Das Aufforsten wäre schon eine geile Sache. Nehmen wir das hier irgendwo dazwischen? Nehmen wir das da ran? Das kriegen wir leider nicht daran. Das ist jetzt blöd. Ne, kriegen wir nicht da rein. Kriegen wir nicht dazwischen. Bauen wir den Weg um? Lass mich kurz überlegen. Ach, ich setze ihn hier so rein. Ne, da haben wir keine Verbindung. Bauen hier hin. So, ich baue den einfach hier hin. Nein, ist auch nicht gut. Moment. Bin verwirrt. Jetzt hat im Hintergrund das Telefon geklingelt. Das hat mich total abgelenkt. Habt ihr vielleicht im Hintergrund kurz gehört? Wir machen das so. So, dann können wir nämlich hier den Weg dran verbinden. So. Oh, schauen wir mal. Wird schon werden. Dann kann der nämlich hier aufforsten. Dann können wir vielleicht hier noch was dazwischen setzen, wenn wir den Lumberjack drehen. Wir werden es sehen. Mal gucken. Also, du baust jetzt Bäume, beziehungsweise setzt erneut Bäume. Wo war das? War das hier? Ah, der muss erst fertig gebaut sein. Moment. Ah, ne, geht schon. Und zwar werden wir hier Bäume abbauen. Ich würde sagen, so baut er die Bäume dahin, die noch. Genau. Jo, da kommt schon der Baumsetzbot. Sehr gut. Gut, Workshop. Wichtig für die Forschung, um weitere Dinge bauen zu können. Das war. War das die Glühbirne? Ja. Ich glaube, so hatte ich es im Angezockt aufgebaut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man aufs Mausrad drückt, springt man irgendwie wieder zurück. Ich weiß aber nicht genau, wohin man da zurückspringt. Das ist mir aufgefallen, weil ich öfters aufs Mausrad drücke, um die Kamera zu drehen. Und dann irgendwie, wenn ich nur einmal klicke, ne? So, wir haben expandiert. Und wir müssen Kohle finden. Und die befindet sich hier unten. Das heißt, wir müssen noch weiter ausbauen. Bauen wir direkt den nächsten Turm. Können wir nicht. Wir bauen hier hin. Oder andersrum, den Weg hintenrum. Ne, ich baue ihn dahin.
Und da oben können wir sowieso durch, also können wir auch das Ding so bauen. So, dann bauen wir hier noch eine kleine Straße dran. Ist auch nicht ganz so wichtig, dass man hier optimal baut. Es geht jetzt im Moment erstmal nur darum, das Monument zu bauen. Und das können wir uns hier unten schon angucken. Hier ist das Small Monument und dazu müssen wir Construction 1 schaffen. Das ist praktisch die Grundvoraussetzung, um überhaupt das Monument bauen zu können. Das heißt, wir müssen auch Eisen einschmelzen. Und wenn man jetzt mal hier in den Tech Tree geht, der sich, nein, ist die Karte, der sich hier befindet, dann sehen wir hier, Construction 1 entsteht dadurch, dass wir hier Scaffolding und Stow Masonry freischalten. Also das könnte man zum Beispiel dann erforschen, wenn der fertig ist. Der wird aber gerade noch gebaut. Warum? Ah, ich weiß warum. Wir haben keine Steinklopfmaschine hier, kein Steinbruch. Das wäre die Grundvoraussetzung gewesen. Wieder zu viel gelabert und zu wenig gemacht. Surface Mine, das brauchen wir. Die setze ich da oben dran, dann kann der hier oben nämlich den Stein hier oben abbauen. Sehr gut. Nee, macht er nicht. Ich habe das gerade mal probiert. Irgendwie, wenn ich hier die Maus sitzen habe, er springt komischerweise in die Ecke. Ich weiß nicht, was Drücken aufs Mausrad ist. Es kam gerade aus der Regie, dass es vielleicht die Ansicht auf den Mauszeiger zentriert. Ist es aber nicht. Es gibt irgendwie mit H, können wir wieder nach Hause springen, habe ich gelesen. Damit können wir praktisch unsere Heimatbasis wiederfinden. Das ist, wie gesagt, dieses hier eigentlich wird das Level noch als eine Art Tutorial bezeichnen, damit man sieht, wo es später hingeht. Man kann später Transportstrecken mit Eisenbahnen und so weiter bauen. Das ist ziemlich cool gemacht. So, wir brauchen aber auch Bretter. Das heißt, wir müssen auch noch eine... wo war denn die Säge? Da, die Sawmill. Die müssen wir noch bauen. Kriegen wir den hier irgendwo dazwischen? Viel zu fett, das Ding, ne? Bauen wir es hier hin. So. Bin wieder aufs Mausrad gekommen. Es tut mir echt leid. Vielleicht müsste ich das ausschalten. So, die Mine ist fertig. Jetzt kommt gleich hier der Mining-Bot. Wo ist er? Hallo, Mining-Bot? Hallo? Da kommt er. Und wird aufgeladen. So. Leider nicht näher ran, sonst hätte ich mal gerne... So. Finde ich cool. Bringt der kleine Roboter, bringt ihm kleine Batterien, dann wird hinten der Akku-Pack aufgeladen, dann kann er Sachen abbauen. Total cool. Da sind richtig schöne kleine Sachen dabei. Kleine Details. Ja, im Angezockt war ich so ein bisschen so, naja, skeptisch, sage ich mal, weil ich nicht verstanden habe, warum man halt zum Beispiel Schafen kein Wasser und zu fressen gibt und solche Sachen. Aber später im Spiel wird das noch komplex genug. Ich finde das echt gut, muss ich sagen. Hab mich richtig festgesuchtet in diesem Spiel. So, der macht jetzt Steine. Und die Steine werden nämlich jetzt gleich benötigt, um hier den... Da kommt schon ein Steinchen, da legt er ihn hin und der Baubot baut die ein. Wir brauchen noch 3 Sterne, dann können wir das mal ein bisschen beschleunigen. Ich denke mal, zweifach ist eine gute Geschwindigkeit. Da holt er wieder Steine ab. Ich hoffe, dass er immer den Workshop bevorzugt, weil der braucht auch noch 3 Steine. Nicht hier gerecht aufteilen. Genau, bring das mal schön hier runter zum Workshop. So, der braucht jetzt noch 1 Stein, dann können wir forschen. Das ist wichtig. Sehr gut, der Turm ist fertig geworden. Wir sehen jetzt Kohle und hier oben ist nochmal Stein und nochmal Eisen. Das sind unendliche Quellen. Also hier das Eisendeposit ist zum Beispiel unendlich. Das hier hat 107 Stein drin und hier ist 123 Kohle. Und man hat auch mit Map die Übersicht, was man wo hat, also welche Ressourcen. Also zum Beispiel unten raus gibt es auch noch Ressourcen. Hier können auch noch hier lang. Ist zum Erfüllen von dem Level nicht ganz so wichtig. Aber ja, wenn werdet ihr noch sehen. Gucken, wie wir es in dieser Runde hinkriegen. Weil ich habe es im Livestream gespielt. Habe es so in dieser Art auch aufgebaut. Ist ganz interessant. Mal, ob ich wieder in das Spiel so reinkomme. Ist jetzt meine erste Runde. So, Construction completed. Die Sawmill ist fertig. So, wir können jetzt hier forschen. Und da werden wir jetzt auch mal eine Forschung machen. Construction. Und dann können wir nämlich hier anfangen,
und werden uns dann hier Richtung Construction 1 bewegen. So, wie produzieren wir denn von den Energiezellen? Na, Energy da. Wir produzieren 4,3, brauchen aber 6 wegen den ganzen Maschinen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch eine zweite Schafsfarm machen, damit wir uns hier ein bisschen erweitern können. Und ich stehe zu hochen. Wir setzen hier noch einen Wachturm rein. Ich würde den Platz hier halt ganz gerne nutzen, damit wir uns hier noch ein bisschen ausbreiten können. Oder machen wir das hier hinten? Das können wir auch hier hinten machen, hier haben wir eh Platz, ne? Ob wir einen zweiten Brunnen setzen? Sollten wir vielleicht tun. Dann komm, wir fangen einfach an. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und dann gehen wir hier in diese Richtung, dass wir hier an den Kram kommen. Ups, Autosave. Danke. Und den Turm können wir hier so ransetzen, würde ich sagen. Ja, Türmchen. Dahin. Bringt das mehr? Das bringt ein Stückchen. Wir kommen zwar noch nicht an den Stein. Schaffen wir das, wenn wir so? Nee, es langt nicht, um den Stein zu nehmen. Gut, dann müssen wir E2 setzen, dann können wir das auch so setzen. Ein bisschen Verschwendung, aber passt schon. Schönes Spiel. Fällt mir richtig gut. Vor allem bin ich gespannt auf die höheren Level, wenn es dann wirklich noch mit komplexen Abläufen rankommt. Später kommen noch Schiffe hinzu, wie bei Anno, zwischen Inseln handeln und so weiter, beziehungsweise Ressourcen verteilen. Ist ein bisschen weniger komplex als bei Anno aufgebaut, aber trotzdem ein sehr schöner Aspekt. Und auch wenn dann später noch die Eisenbahnlinien dazukommen, bin ich sehr gespannt drauf. So, wir wollten ja noch ein bisschen Energie erzeugen. Das heißt, wir bräuchten hier eine Schafsfarm. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir die setzen. Ob wir die hier so hinsetzen vielleicht. Mal gucken, wo ist denn unsere Schafsfarm? Da. So, und dann können wir die auch nach rechts verteilen. Genauso machen wir das. Hier bauen wir die auf. Können wir jetzt schon die Felder festlegen? Ja. Ne, ich glaube, das erste Schaf muss gesetzt werden. Das wird ja hier, glaube ich, dann erzeugt. Und von dem Schaf aus können wir dann Sachen machen. So, jetzt warten wir mal ab, dass er das hier baut entsprechend. Und dann können wir eine zweite Energiequelle schaffen. Was ist eigentlich, was sagt denn eigentlich unser Tipp hier? Find Iron Ore. Ja, das kriegen wir gleich, das haben wir gleich. Wenn der Turm hier gebaut ist, haben wir Iron Ore. Was fehlt hier noch? Holz wahrscheinlich, oder? Ah, da bringt er Holz. Wenn man zu viel auf einmal baut, fehlen halt die Ressourcen so ein bisschen. Ah, jetzt ist er fertig hier, genau. Jetzt können wir noch zum Abschluss dieser Folge können wir hier praktisch die Schafe einmalen. So. So, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch 20. Na? Wo die Bäume sind, können wir leider nichts malen. Da müssen wir erstmal Platz schaffen. So, noch 12. Können wir denn hier drüben? Können wir nicht, weil hier keine Verbindung besteht. Das ist natürlich blöd. Was ist denn, wenn die nicht voll sind? Produzieren die dann trotzdem Fleisch? Nur weniger, oder? Würde ich mal sagen. Ich würde nämlich gerne hier die Straße noch ein bisschen weiter malen. Zack, sehr gut. Hier gibt es eine Mine. Und somit haben wir einiges freigeschaltet. Wobei wir noch ein paar Sachen erforschen müssen. Also in dem Tech Tree, das ist wieder die falsche 50% gewesen hier. Können wir hier nochmal das nächste Forschen freischalten. Wir müssen unter Mining, müssen wir nämlich noch Sachen freischalten, damit er praktisch diese, wo war denn das? War Mining Speed? War das hier? Unlocks, Gold und Quarz.
Hier, das Mining. Das müssen wir noch freischalten, damit wir praktisch die, das Eisen hier entsprechend abbauen können, damit wir diese Mine, die in den Berg reingeht, erzeugen können. Jo. Gut. Ich würde sagen, das war die erste Folge von The Colonists. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, denn es wird noch weitere Folgen geben. Es wird noch richtig interessante Level geben. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.